Hast schon Sachen fürs Aslantal machen? Tatsächlich, da müssten wir mal kurz hin eigentlich. Ach komm, machen wir mal kurz, dass wir die Quest da wenigstens abgeben. Oh, kurz die Quest hier abgeben. Da verpiesel ich mich auch schon wieder. Weil hier wollten wir ja noch nicht anfangen dann. Wir müssen ja noch einen Silberquell erstmal weitermachen. Ach, da ist noch eine Quest, die wir abgeben können. Ups. Bei dem hier. Alter, hat der schon viele Quests für uns. Okay. Aber Faye Pizzet, ich verspreche dir eins. Es ist jetzt nicht so, dass ich die kleinen Quests und so mache und dann irgendwann aufhöre, weil die zu stark werden oder sonst was. Das wird bei mir nicht passieren. Ich werde den Charakter dann auf jeden Fall ausrüsten, falls wir nicht weiterkommen sollten. Aber ich werde dir versprechen, dass wir auf jeden Fall Endcontent machen. Und ich werde dir auch versprechen, dass wir dann bei bestimmter Zeit, wenn wir dann soweit durch sind, die ganzen Kontinente hier machen, auch die neueren. Definitiv. So, Moment. Ich muss mal kurz gucken. Wie kriegen wir denn kostbare Rune? Spange? Nee, Quatsch. Was müssen wir denn jetzt bei diesem Typen hier machen? Das frustriert mich gerade so ein bisschen. Wir haben jetzt einige Quests abgegeben. Das ist erstmal sehr schön. Überzeugende Beweise, das Schwingen des Reichtums, Reliquie der alten Königreiche. Ne. Ne. Da. An einem Riesenhüter. Da ist ein Riesenhüter. Das ist ein leeres Schlafleder Pergament. Und es passiert nichts. Warum nicht? Ich möchte den jetzt nicht angreifen, der one-hittet mich. Müssen wir irgendwas anderes anklicken? Nee, 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 kannst du vergessen. Der will nicht. Und ich bin gerade dafür ein bisschen zu blöd. Das kann natürlich auch sein. Moment, wo zeigt er das denn an? Hier. Ja, das ist der. Beschriebenes Schlaflederpergament. Okay, ich lese mal die Quest mal durch. Verwendet diese Rune, die euch Gino gegeben hat, in der Nähe eines Riesenhüters. Das ist keine Rune, also müssen wir was anderes suchen. Rune. Rune, Rune, Rune. Da. Ah, ja, ich war blöd. Sorry. Oh Gott, wenn das so weitergeht, ne? Dann drehe ich heute noch durch. Gut. Ja, dann würde ich sagen, erstmal, bevor wir die da unten abgeben, die Quest, lasst uns mal zum Cyuridon-Lager erstmal gehen, die Hinweise holen und die Quest dort abgeben bei der Schatztruhe.
So, Hinweise, gib mir die Hinweise. Ein goldenes Kaviar. Okay, warte, 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 warte. Und drückt mir ja die Daumen, dass es was Gutes wird. Oh, komm her, du goldenes Kaviar, du goldenes, schönes Etwas. Lauf in meine Falle. Bitte in die Richtung, ohne Umkehr. Du gehst nicht übers Los und ziehst keine 500 Dollar ein. Direkt in die Falle. Na los. Ja. Ernsthaft. Oh, schade. Ich glaube, da war ich zu hyped. Oh Gott, Moment. So, bis zum Endcontent wird es noch einige Zeit dauern. Muss nicht unbedingt schlecht sein. Alles über Level 60 kenne ich nicht. Aber das ist gut. Das heißt, nach Attila-Vulkan meinst du. Also wenn man quasi nach den Donnerhufvögeln kommt. Das ist ja von Level 55 auf 60. Ich weiß es nicht mehr, die Levelbegrenzung oder so. Es stand irgendwo mal bei. Ich hatte da, glaube ich, aber auch ein Add-on für. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, ich werde mich, das hat man ja in Silberquell ja jetzt schon ein bisschen gemerkt. Am Anfang habe ich das ja in Hohlen Berge ganz schön schleifen lassen. Ich beeil mich jetzt auch so ein bisschen gerade, das merkt man mit den Quests, dass wir schleunigst halt auch hochkommen. Ich selber möchte natürlich auch im hohen Content-Bereich mitspielen, so langsam. Ja? Das heißt ja nicht nur, dass ich hier im Low-Level-Camp die ganze Zeit bleiben möchte. Aber wir müssen uns halt hier erstmal hochkloppen, ne? Und das mache ich, oder das versuche ich so angenehm wie möglich irgendwie zu machen. So, da ist ein Kaviar, aber den lasse ich jetzt erstmal. Da wurde ich eben zu sehr enttäuscht. So, seltene Truhe. Okay. Wer bist du hier? Die Pläne der Zuridon. Die seltsame Truhe. Jetzt müssen wir einen Schlüssel dafür finden. Okay. Kriegen wir sicherlich hin. Vor allen Dingen ist es auch ganz gut, wenn ich die Quest hier nochmal alle mache, dass ich halt auch so ein bisschen in das Spiel mal wieder reinkomme. Es wäre blöd, wenn man, sagen wir mal, mit Level 70 gleich anfangen könnte und dann in die Gegenden zieht, wo man halt ordentlich auf die Klappe bekommt, sag ich mal, ne? Das wäre ein bisschen ungünstig. Ist auch nochmal so eine gutes, so guten Effekt halt, ne? Dass man so nochmal ein bisschen üben kann. Und auch so lernt, mit dem Charakter so ein bisschen umzugehen. Ne? Was bringt es ein, wenn man hinter Level 70er Ritter hat und den hinter nicht beherrscht? Na gut, das wird man eh nicht wirklich, weil in den unteren Gebieten gibt es kaum Gruppen für Instanzen, aber man weiß halt so ein bisschen über die Skills dann bis dahin schon Bescheid. So einigermaßen halt. Okay, ja, dann können wir die da unten abgeben gehen. Oh, jetzt wäre ich beinahe wieder in diese Morkus-Bestie reingerannt. Die Level 50 sind mit 309.000 Leben. Als ob. Das wäre sicherlich nicht gut für mich ausgegangen. Dann hätte ich wieder Talentpunkte schulden und Erfahrungspunkte schulden abbauen können. In der Gildenburg. Das hat ja da, das hat ja gestern schon so ewig gedauert. Okay, aber der Magier war ja auch ein bisschen vom Level her höher. Das muss man auch dazu sagen. So, Gino. Den kann ich auch nochmal kurz abgeben. Was nehmen wir da? Stoff. Kette. Hat er gelacht. Kette, da. Ausdauer gibt es dazu. Und plus 10 Stärke. Immer her damit. Können wir gut gebrauchen. So, ich guck nochmal nach. Habt ihr jetzt Quest für mich wieder? Nee, ne? Ne. Ne.
Manchmal zeigen sie die komischerweise nicht an und ich laufe dann weiter und irgendwann später ist auf der Karte wieder ein Ausrufezeichen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da ein bisschen schnell war dann. So, jetzt sind wir fast durch. Wir müssen jetzt noch die Steintafelübersetzung machen. Die zeigt er uns komischerweise nicht an, deswegen mache ich die mir mal so rein. Und reise die mal kurz ab. Und dann müssen wir mal gucken, was für Quests wir noch haben. Informationen können wir noch machen. Bringt die Informationen zu Salond unten in Varanas. Das können wir dann zum Schluss vielleicht mal machen. Ihr habt keine Gegenstände erworben. Die Zeichen auf dieser Säule wurden bereits kopiert. Okay, die haben wir schon. Okay. Dann kommen die anderen ran. Was haben wir sonst noch für Quests? Ehrentitel können wir auch nicht machen. Blutige Galerie können wir auch erstmal nicht machen. Das wollte ich dann nächste Mal nochmal in Anspruch nehmen. Die anderen ebenso. Weil wir da ja nochmal rein müssen. Ja, wenn wir die Quest durch haben, dann war's das für heute erstmal. Aber ich werde hier noch die Quests so lange machen, bis es hier noch ein paar gibt. Und in Varanas noch die abgeben und dann, ja, vielleicht noch ein paar Karten einlesen zum Schluss. So, den Stream ausklinken lassen, sage ich mal. Für heute, für die Woche. Ich denke mal, nächste Woche geht's weiter. Wieder am Freitag, oder? Warte mal, Freitag? Nee, Freitag habe ich Spätschicht. Das geht nicht. Samstag. Wenn dann Samstag. Das ist natürlich scheiße wegen Spätschicht. Das fällt mir gerade jetzt erst auf. Aber egal. Holen wir Samstag halt ein bisschen was auf. Sonntag kann ich auch leider, glaube ich, nicht. Da fange ich dann nämlich die Nachtschicht an. Das ist auch ein bisschen blöd. Arbeite ja für diejenigen, die es nicht wissen, im Dreischichtbetrieb. Sind die Zeiten nicht unbedingt so richtig geil, aber muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen, dann geht das schon. Oh, eine Steintafel brauchen wir noch, aber ich glaube, die haben wir schon. Hier vorne. Die könnten wir jetzt eigentlich wieder zurückbringen. Und dann haben wir die Quest auch durch. Ja, haben wir auch. Nun gut, dann lass uns sie zurückbringen mal. Er soll uns die übersetzen ruhig. Und dann haben wir die Quest fertig. Oh, Nummer 1 übersetzen. Nummer 2 übersetzen. Nummer 3 haben wir ja schon. Nummer 4 übersetzen. Und die Quest haben wir fertig. So, wie sieht es aus? Keine Quest mehr hier oben da, erstmal. Okay. Ja, dann lass uns erstmal nach Varanas die Quest dort unten abgeben, ein paar Karten noch einlesen und dann war's für heute. Bevor wir das aber machen, ich wollte mal gucken, ob es hier noch Quests jetzt gibt hier in der Region. So, Silberquell. Aktive verfügbar noch. Und zwar zeige niedrigstufige, zeige keine wiederholbare. Das können wir auch anmachen. Und dann können wir hier mal gucken. Gildenburg, Varanas, blutige Galerie. Genau, die müssen wir dann auch noch machen. Das ist die ja, die wir gerade haben. Opferkelch. Waldland. Ah, die müssen wir auch noch machen. Das machen wir gerade. Verlassen Abtei, genau. Das sind die, die wir jetzt noch übrig haben. So, hier können wir die Quest abgeben. Der gibt uns sicherlich gleich eine neue. Die machen wir aber nächste Mal dann.
Weiter. Genau.